Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns Poly Bridge 3 an. Also gehen wir rein in die Kampagne, beziehungsweise gehen noch einmal zurück und gehen einfach hier auf Fortfahren, weil ich bin aus Versehen schon mal reingegangen. Genau, willkommen bei Poly Bridge. Wir wählen hier die Straße schön aus und platzieren sie einmal exakt hier schön gerade. Hinzu müsste eigentlich noch das hier kommen oder auch nicht. Wir machen erstmal Holz. Dann hier natürlich eine wunderschöne Brücke. Einmal zack und zack. Das dürften wir dann haben. Genau, dann können wir einmal markieren, kopieren und hier oben einsetzen. Und dann können wir auch schon starten. Dann dürfte das auch schon fertig sein. Wir machen mal ein bisschen schneller. Genau, dann haben wir es nämlich auch schon geschafft, das erste Level. Und ich würde sagen, wir machen einfach direkt mal weiter. Nächstes Level bauen. Ja, können wir direkt mal wieder kopieren. Zack. Und machen wir nochmal so. Und dann dürften wir auch schon starten. Zack. Dann haben wir das auch schon geschafft. Und wir gehen direkt mal rein zu Level 3. Moment. Es klingelt gerade. So, ich bin zurück. Und ich habe die Maus nicht aktiviert. Ist mir gerade aufgefallen. Das heißt, wir müssen einmal hier bauen nochmal. Aber mit Maus. Das seht ihr jetzt hoffentlich. Ja, sollte ja nicht allzu schwer sein. Dann können wir hier das Triangulierungswerkzeug nehmen. Ach so, und einfach, ja klar, einfach so machen, zack. Und dann können wir eigentlich schon zack, 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 zack machen. Dann ist es auch schon fertig und wir haben das nächste Level erreicht. Das sollte zumindest am Anfang relativ schnell gehen, ist ja klar. Dann hier dasselbe, einmal hier bitte gerade einmal rüber. Dann hier noch das, alles wieder nehmen. Moment, einmal aktivieren, weil das sollte relativ schnell wieder gehen. Zack, einmal bitte gerade. So. Und das könnten wir eigentlich, Moment, hier unten noch hernehmen. Wenn wir so machen. Ich würde es eigentlich ehrlicherweise erstmal gerade machen. Und von hier so und einmal so. Weil das eigentlich weg, ehrlicherweise. Und dann eher nochmal so. Dann dürfte es doch erst recht halten, alles. Genau, 53%ige Auslastung nur. Das sollte dann auch passen. Machen wir direkt mal weiter. Einmal nach hier drüben. Und jetzt haben wir Stahl. Stahl ist stärker. Aber ich würde einfach mal sagen, ist an sich exakt dasselbe Ding. Einmal schön die Dreiecke. Warum jetzt hier das so weit angezeigt wird, weiß ich ehrlicherweise auch nicht. Also man könnte eigentlich so fast schon machen. Okay, machen wir es einfach mal. Schauen wir mal, ob das hält. Und ja, es hält. 75% hält alles. Das heißt, nächstes Level wieder rüberbauen. Heißt es natürlich wieder zack, 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 zack. Und zack. Dann haben wir das schon mal fertig. Ich würde die standardmäßigen Sachen hier wieder machen. Das heißt, einmal hier schön rüber. Und dann einmal mit Stahl arbeiten. Einmal zack. Komm, nee, bis hier hinter kommen wir nicht. Aber wir kommen bis dahin, wenn wir einmal so machen. Ich hoffe einfach mal, das reicht. Schauen wir einfach mal. Ja, reicht. Okay. Das heißt, nächstes Level zu Level 6 mittlerweile schon. Dann haben wir hier einen fahrenden Schneemann, wie es aussieht. Und jetzt machen wir mal ohne Raster, damit wir exakt hier hinkommen. Oder auch nicht, weil das trotzdem so einen komischen Bogen macht. Ja, okay, gefallen tut es mir zwar nicht, aber ist in Ordnung. Müssen wir einfach mal akzeptieren. Dann machen wir dasselbe dann auch schön hier entlang. Zack, schön groß. Damit die Spannweite relativ hoch bleibt. Einmal bitte entfernen. Das bitte auch, hallo. Danke. So. Dann einmal immer wieder schauen, dass es circa zumindest immer gleich bleibt. Zack. Ja, wir haben jetzt keine Dreiecke, aber. Ja, funktioniert ganz knapp nicht. Aber stimmt, wir könnten ja hier so Vierecke noch reinmachen. Zack. Zack, dann sollte ja hoffentlich das noch besser halten. So, und mit Stahl arbeiten wir auch. Wir machen einmal hier so einen schönen Stahlbalken hin. Einmal hier zur Verstärkung. Hier kommt auch ein Stahlbalken hin, genauso wie hier.
Und hier ebenfalls. Hier bauen wir schon wie im ersten Teil, den wir auch selber gezockt haben. Einfach hier so eine Art Muskel wieder hin. Und wenn wir mal so, zack. Das bitte noch entfernen. Zack. Und dann würde ich sagen, bauen wir einmal hier was. Oder hier. Genau. Einmal hier und einmal hier. Und dann schauen wir einfach mal. Sieht sehr wackelig aus. Okay, funktioniert schon mal nicht. Okay, machen wir einmal alles weg. Würde ich zumindest sagen, oder? Einmal alles weg. Die Planung war auf jeden Fall nicht perfekt. Das können wir schon mal sagen. Wir könnten ja so fahren, dass wir erstmal hier gerade rüberfahren. Und ab hier dann die Steigung eingehen. Halt. Nein. Falsch. Einmal so bitte und löschen. Genau. Dann sollten wir mal schauen. Denn dann müssten wir wieder die Rasterfunktion ausmachen. Und von hier bitte einmal nach da. Ja, mich nervt auch, dass das nicht passt. Also von der Länge her, also das. Ah, passt mir persönlich jetzt nicht. Das heißt, wir machen einmal wieder die Rasterfunktion ein. Sagen einmal ein kleines Stück und gehen dann ein bisschen länger wieder. Sagen dann die Rasterfunktion wieder aus. Gehen jetzt einfach mal hier oben hin. Dann passt das nämlich auch. Perfekt. Das sollte auch genau so funktionieren. Halt. Das nicht. Das wollen wir nämlich nicht. Einmal bitte löschen. Genau, fangen wir einfach mal mit den unteren Stützen an. Erstmal das hier ausmachen. Das soll damit verbunden sein und das mit dem. Zudem soll natürlich das hier auch verbunden sein und das hier. Das am besten auch. Genau, damit das schön abgestützt alles ist. Hier können wir das auch gleich mal nutzen. Wir haben ja relativ viel, muss man sagen, damit. Heißt, wir bauen jetzt wieder mit Rasterfunktion. Einmal so. Dann soll das bitte gestützt sein, das hier oben und das zur Seite. Dann das Holztool wieder mit diesmal Dreiecken, darauf werde ich jetzt achten. Zack, dass da immer schöne Dreiecke rauskommen. Achso, und hier muss es logischerweise ein bisschen kürzer sein. Zack, dann geht es hier hoch. Halt. Das war falsch. So, dann muss es einmal so. Dann geht es aber dann hoch. Genau. So, und das war falsch platziert wieder. Ups. Das heißt, wir bauen einmal so. Okay. Mal schauen, ob das schon hält. Ich kann es mir zwar nicht vorstellen. Bei. Okay, ich war einfach beim ersten Mal ziemlich dumm. Okay. Muss ich einfach einsehen. Es war doch relativ einfach. So, das nächste. Sieht aus nach einer Bogenbrücke. Ich habe hier mal gelernt, dass man Formen machen kann. Da reicht das schon. Genau, und dann kann man nämlich sagen, einmal höher. Oder nee, machen wir eher unten drunter, oder? Ich weiß nicht, ob die alle zeitgleich fahren. Deswegen machen wir es mal eher so. Ah, wie machen wir es? Eher so. Zack, und dann bitte ausfüllen. Wie ging das nochmal? Genau, füllen. Zack, wunderschön. Habe ich mir das alles gespart. Und genau. Dann schauen wir natürlich nochmal hier lang. Einmal hier schön mit dem Stahlträger bitte arbeiten. Dasselbe gilt auch hier. Und dann bauen wir von unten nochmal ein paar Dreiecke. Zack. Zack, zack. Und hier einmal. Ah, ich weiß nicht, ob wir hier was brauchen, wobei wir hier wieder oben was machen könnten. Genau, dasselbe machen wir dann hier logischerweise auch. Einmal zack und zack. Und von hier unten, ne, gehen wir einfach mal auf Nummer sicher und platzieren richtig viel. Das sollte ja hoffentlich alles reichen. Das passt alles durch. Das heißt, auch hier haben wir das nächste Level geschafft. Relativ einfach. Wir gehen rein zum nächsten Level. Diesmal müssen wir wieder was
bauen, indem wir einfach sagen, hier, zack, aber deutlich weiter unten. Ganz knapp können wir es ja so gestalten. Dann sollte das hoffentlich passen. Genau, und dann nehmen wir wieder hier unsere Stahlblöcke und befestigen einmal von unten als auch von oben einmal. Zack, zack, zack und zack. Das sollte ja hoffentlich schon reichen. Das Schiff fährt unten drunter, das fährt zeitgleich los und wir sind drüben. 10.000 haben wir gebraucht, fast die Hälfte des Budgets nur. Damit sind wir auf Platz 39.284. Okay. So, jetzt ist der Fall, dass das hier unten sein muss. Okay, Moment. Das muss hier unten schon sein. Heißt, wir nehmen wieder unser Linientool, Bild. Und gehen einmal nach da. Mit ein bisschen Schwung. Boah, ich weiß aber nicht, ob das gut ist. Wobei das ja eigentlich. Nee, Moment. Das muss ja von hier eigentlich nur nach hier. Das muss ja nur durchfahren. Bedeutet, wir können ja eigentlich so machen. Zack. Ja, bitte ausfüllen. So, und von hier gehen wir dann ganz normal geradeaus hier entlang. Lassen es einfach runterfallen. So, dann verbinden wir einmal hier ein Stück. Hier können wir, glaube ich, einfach nur so machen. Das sollte hoffentlich reichen. Dann machen wir hier unsere Dreiecke wieder. Dasselbe gilt auch logischerweise für hier. Einmal bitte Dreiecke. So, jetzt ist das zweite Problem, wo wir halt festigen, machen wir es wirklich hier? Also, wir können es gerne mal ausprobieren. Oh, okay, schafft er überhaupt nicht. Okay, wo mache ich Neustart? Bitte Neustart, hallo? Wie starte ich neu? Belastung, Pause, rechts, links, Mitte, 2D. Ich will es eigentlich beenden. Ah, hier, okay. Wir brauchen es hier als allererstes. Okay, wie verbessern wir das jetzt? Das war ja relativ eindeutig. Vielleicht machen wir die beiden nochmal weg und sagen dann, das soll bitte das verstärken, weil da kommt es ja zumindest hin. Und das hier hinten. Und in der Mitte kommt dann hier schön die Holzbalken rein. Vielleicht ist das der Weg, wie wir es machen müssen. Wir könnten natürlich auch hier die Rechtecke, Dreiecke, Rechtecke sage ich schon, die Dreiecke optimieren, indem wir kleinere machen. Weiß es ehrlicherweise nicht, aber ich würde sagen, erstens einmal. Es ist zwar. Ah, warum ist jetzt was gebrochen? Das nervt mich. Untere 15 sind wir. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Moment, die meisten sind bei 11.000. Wir waren bei 15. Egal. Darauf soll es jetzt nicht ankommen. Direkt mal das nächste. Und hier ist es wieder so, dass wir das Linientool nutzen. Ich finde das echt ein. Oh, ich finde das echt ein nices Tool, muss ich sagen. Hilft auf jeden Fall viel und beschleunigt auch das Bauen von Sachen. Wenn wir eigentlich sagen, wir möchten so fahren. Entschuldigung. Genau, einmal bitte füllen. Und dann gehen wir gleich mal hier zu den wichtigen Sachen. Oh, okay. Ja, Stahl ist schon teuer. Ja, befestigen wir das auch einfach mal. Genauso wie das und das. So, und dann einfach mal zack. Ah, das sollte schon halten, auch wenn es jetzt hier keine Dreiecke sind. Machen wir hier mal wieder Dreiecke. Ist zwar ungerade alles gebaut. Und ja, hält auch leider nicht. Okay. Okay, da muss ich es doch mal ordentlich machen jetzt. Einmal bitte alles weg und dann machen wir es nochmal ordentlich. Zack. Okay. Zack, zack, zack und zack.
Ich weiß nicht, ob wir das von unten stützen müssen, geschweige denn hier irgendwie einen Stahl so lang machen müssen, weil das gerade so nicht reicht. Wir dann lassen wir es erstmal so. Versuchen es nochmal. Ja, jetzt passt es auch deutlich. Okay, hat wirklich an den Dreiecken gelegen. Das heißt, wir machen schön weiter. Nächstes Ding. Das sieht eher aus wie so ein OPS-Fahrzeug. Also, beschleunigen wir mal hier, dass die Post rüberkommt, so schnell wie möglich. Ja, auch Seile jetzt das allererste Mal. Ich würde einfach mal sagen, das nutzen wir direkt. Einmal ein Kabel und einmal ein Seil. Unterschiede kenne ich persönlich jetzt nicht. So, dann gehen wir einfach mal hier zack, 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 zack. Und zack. Und weiter. Okay. Das war Katastrophe. Was machen wir? Ja, wobei, machen wir eigentlich nur das hier weg. Was ist der Unterschied zwischen Kabel und einem Ding? Reicht hier das jetzt aus? Nein. Okay, ich sehe keinen großen Unterschied. Heißt, wir lassen es und hier lassen wir es auch mal. Machen wir direkt mal größere Dinger wieder hin. Größere Dreiecke. Zack, halt. Hinten ist falsch. Einmal korrekt machen. Genau. Das ist die Frage. Machen wir jetzt das Seil unten an der Straße dran oder direkt hier? Machen wir irgendwie so. Zack. Und von da nach da und von da nach da. Das ist der Weg. Ja, scheint so auf jeden Fall. Aber wir sind drüben. Ah, oh, ne, wir sind nicht. Boah, wir sind ganz knapp drunter. Okay. Das ist interessant. Nennen wir es mal so. So, das nächste kommt ziemlich schräg. Eine Schrägseilbrücke ist eine Brücke mit vertikalen Türmen und geradwinkligen Sachen. Die kennen wir ja schon. Wir könnten aber auch einfach sagen, hier, bitte kopieren. Einmal drehen. Nein, nicht so drehen. Einmal horizontal spiegeln. Da kommen wir schon. Und dann einfach die Straße geradeaus. Dann hier noch ein bisschen Dreiecke machen. Einfach mal so kleine. Ich denke, das reicht schon. Zack, 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 zack und zack. Ja, und dann fahren lassen. Okay, es ist doch nicht so einfach. Dann halt einfach fortführen. Zack, zack. Und hier hinten noch. Hoffen wir einfach mal jetzt, dass es passt. Ja, jetzt passt es auch. Okay. War einer der einfacheren Levels, würde ich mal behaupten. Jetzt müssen wir eine Sprungschanze bauen. Und das darf höchstwahrscheinlich nicht brechen. Bedeutet, wir machen schon mal einen Stahl hier hin. Dann ist das schon mal abgesichert. Dann machen wir einfach nur so. Schon. Moment, der muss da rüberkommen? Er hat es ja nicht mal jetzt ansatzweise geschafft. Okay, wie bekommen wir das hin, dass das stabil bleibt? Das dürfen wir nicht verändern. Ich glaube, die wollen gerade wieder daraus hinaus, was wir gerade gelernt haben. Einfach nur so. Das wollte ich eigentlich nicht, die beiden jetzt. Irgendwie jetzt ein Kabel nach da und ein Seil befestigt jetzt das, dann das hier hinten. Zack, zack und zack. Nee, schafft er immer noch nicht. Komisch. Er bricht einfach. Einfach so bricht er. Okay, komisch. Dann machen wir noch mal ganz anders voran, machen wir einfach mal nur so, sagen dann Seil halte und Stahl halte und Holz, zack, zack und zack. Ja, okay, man muss da halt einfach mehr investieren.
Dann passt es auch. Hier sieht es wieder nach einer Sprungschanze aus. Wir nutzen einfach wieder unser Winkeltool. Ich würde einfach mal sagen, bis hierhin. Schafft er das? Tatsache. Okay. Dann würde ich auch sagen, nutzen wir genau diese Maße. Einmal da lang. Einmal ein Kabel. Das festigt das hier. Dann einmal schön große Dreiecke. Zack, zack und zack. Dann hoffen kurz. Ja, und easy. Haben wir First Try geschafft. Direkt weitermachen. Okay, was ist hier das Problem? Also man kann die Umgebung nutzen. Ja, toll. Aber ich denke mal, das wusste man schon vorher. Ja, easy. 15.000 haben wir easy geschafft. Ich denke, da kann man auch noch ein bisschen raus was rausholen, weil das war ja noch nicht mal knapp bei uns. Okay. Moment. Waren die beide zeitgleich? Man muss doch einfach nur... Okay, ich verstehe gerade nicht, was das Problem ist. Also wirklich nicht. Was ist gerade das Problem? Ich verstehe es nicht. Okay, ja, ich verstehe es zwar nicht, aber ist in Ordnung. So, jetzt müssen wir einmal... Ach so. Das Tutorial befolgen. Hallo? Einmal bitte platzieren. Von da nach da. Liebe auf 50%. Ist klar. Das versteht jeder. Dann auch hier eine geteilte Bindung machen. Ah, okay. Ja, ist Hydraulik, die kommt irgendwann dazu. Irgendwann wird es nochmal deutlich schwerer mit der Hydraulik. Muss man ehrlicherweise gestehen. Aber bisher muss ich auch sagen, läuft es perfekt. Also perfekter kann es kaum laufen. Damit sind wir zufrieden. Es wird hier schön rübergefahren, zack. Und dann haben wir es auch geschafft. Relativ simpel, relativ schnell. Und jetzt kommt das erste Kaffige. Wobei... Kann man nicht einfach sagen, kopieren und hier rüber packen? Also klar, einmal nochmal drehen hier. Klappt das? Ja. Ja, easy. Achso, ja, nicht so ganz easy. Moment. Warum funktioniert das jetzt nicht? Weil hier nichts ist. Ja, genau, weil da einfach nichts war. Okay, gut, dann sollten wir es jetzt aber geschafft haben. Der fährt ganz easy rüber und dann hat man es auch schon. Kurzer Leck, warum auch immer. Okay, weiter. Ist das, das ist doch wieder das exakt gleiche. Wollen die einfach jetzt nur wissen, ob ich kopieren kann oder nicht? Nee, ist nicht exakt. Deutlich länger. Ja, aber wer sagt denn, dass ich Hydraulik bauen muss, wenn ich... Ein Bogen bauen. Ah, ich glaube, ich weiß zwar, wo das Problem ist, aber was ist, wenn ich ganz knapp rüber baue? Ah, passt das schon? Ich glaube, das passt nicht, deswegen mache ich nochmal hier. Okay, machen wir mal 1690. Genau, das passt. Versuchen wir es einfach mal, ob das jetzt hier rüberkommt. Einfach einen schönen Bogen hier rüber. Zack. Dann testen wir es mal. Okay.
Okay, schafft er nicht. Er ist ja gut zu wissen, dann können wir das schon mal nicht machen. Dann habe ich aber trotzdem noch eine andere Idee. Was ist, wenn wir so machen, hier eine kleine Lücke übrig lassen? Also einfach so dazwischen drin, einfach eine Lücke. Oh, falsches Material. Einmal bitte abbrechen. Ich wollte es eigentlich nur löschen. Ich will es doch nur löschen. Hallo. Aufhören. Ich drück doch gar nicht. Moment. Ah, jetzt. Nochmal. Einfach mal so runtersetzen. Dass er ein bisschen zumindest fliegen kann. Genau. Und dann könnten wir eigentlich mal ausprobieren, ob wir trotzdem noch das Linientool nutzen. Einfach mal einen größeren Bogen drüber zu setzen. Zack. Genau, dann gehen wir mal hier zurück. Ah, stimmt, man könnte jetzt auch so machen. Das ist doch eigentlich noch besser. Wir gehen einfach komplett auf Nummer sicher. Und wie gesagt, das hier muss noch weg. Und dafür kommt hier für einen Millimeter. Moment, wir müssen kurz die Rasterfunktion rausholen. Einmal so. Einmal so. Weil ich das denke, ist drüber. Das heißt, wir brauchen noch mal kurz. So, und das verknüpfen wir einfach mal kurz. Ja, wer da jetzt noch durchblickt, ich weiß es nicht, aber wir werden es mal testen. Das ist ja ein sehr, sehr langes Auto. Okay, Mist. Ich glaube, wir müssen eine Hydraulik bauen. Da kommen wir nicht drum rum. Sehr bitter. Ich hätte gerne keine gebaut. Aber okay, müssen wir halt eine bauen. Macht ja nicht irgendwas schwerer. So, da machen wir schon mal den Punkt hin. Dann machen wir hier ein ganz einfaches, klassisches Dreieckmuster wieder hier hin. Einmal bis hier rüber. Zack. Das muss weg. So, und dann bauen wir eine Stufe drüber auch nochmal Dreiecke. Genau. So, und jetzt sagen wir, dass das hier das ziehen soll und das das ziehen soll. Das bitte in die Richtung. Das ebenfalls in die Richtung und dann ich und Hydraulik, das wird, glaube ich, nie was. Okay, gehen wir einfach nochmal hier rein und schauen. Riecht einfach dauerhaft direkt zusammen. Okay, löschen wir nochmal. Versuchen wir das jetzt wieder zu kopieren. Einfach sagen, fuck. Dann sagen wir doch einfach nur noch hier bitte und hier bitte. Dann sagen wir von der Seite zum Beispiel noch unterstützen. Machen wir einfach von mir aus das. Dasselbe dann auch hier. Komm, jetzt aber. Egal, es ist zwar höchstwahrscheinlich sehr teuer, aber egal. Wir sind nur 4000 weg, wir sind 3742. Ich weiß auch nicht, warum da oben nochmal die Flieger kommen, weil wie hoch sollten wir denn bauen, dass wir darüber jemals kommen würden? Ja, ich sträub mich ein bisschen, gebe ich ehrlich zu, mit der Hydraulik, aber hasse einfach nur Hydraulik. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Okay, und das sieht auch wieder komplizierter aus. Machen wir einfach mal ganz große Dreiecke hier rüber. Punkt 1. Punkt 2 ist das hier einmal wegzumachen, weil wir das hier alles nach oben holen wollen. Ist das schlau? Ich glaube nicht. Aber egal, wir testen es. So. Wir
bedeutet, wir machen einmal so. Ich habe keinen Stahl mehr übrig. Ja, das brauchen wir nicht. Fällt von selber, hoffe ich. Weil wir auch einfach sagen könnten, bitte einmal anlehnen, einfach nur. So, und hier sagen wir, zack, zack. Und hier Hydraulik. Hydraulik so und nach, hoppala. Hallo? Nach da. Okay, funktioniert schon mal nicht. Okay, das Konzept funktioniert überhaupt nicht. Vielleicht, weil es hier halt gefestigt wird. Vielleicht hätte ich einfach nur so machen müssen. Nochmal hier so. Und von hier hinten stützen. Irgendwie so, Moment. Irgendwie sagen, okay, mach's erstmal so, nicht komplett durch. Ja, jetzt bricht es natürlich komplett zusammen. Hä? Warum brichst du jetzt komplett zusammen? Heißt, du brauchst ein bisschen mehr Stabilität. Die können wir aber nur so machen. Das muss deutlich höher. Fährt es nach unten? Es wird immer weniger. Okay, wir lassen es einfach mal so. Okay, das war sogar zu heftig nach oben. Machen wir mal so. Genau. Ach man. Machen wir mal 46%. Okay. Du willst mich echt herausfordern, Spiel. 45. Mann, hör auf zu brechen. So, jetzt brichst du nicht mehr. Hör auf zu brechen. Okay, ersetzen wir das mal durch Holz. Machen jetzt hier schön Stahl rein. Stahl rettet immer. Jetzt bricht das andere. Es ist auch einfach nur verflucht. Was ist denn jetzt los? Warum funktioniert das denn alles nicht? Zumindest so, wie ich es mir vorstelle. So. Warum? Okay, dann einmal. Oh, hoppla. Ja, egal. Nix egal. Weiß nicht, woran es liegt. Ich meine, eigentlich sollten wir auch viel teurer bauen. Ich weiß gar nicht, wie das funktionieren soll, noch teurer zu bauen. Ich finde eigentlich das, was wir aktuell gebaut haben, gar nicht mal so schlecht. Oh, ich baue mit Straßen. Okay. Die Frage aller Fragen. Wir machen so, nein, das hier einmal weg. Dann sagen wir so und das muss wieder weg. Mann, wie kannst du brechen? Das funktioniert doch gar nicht. Wir könnten aber auch zusätzlich sagen, das sei angezogen. Okay, jetzt ist viel mehr. Okay, alles klar. Okay, alles weg. Okay, ich habe hier ein Konstrukt, aber ich schaff's immer noch nicht. Wie ihr sehen könnt. Funktioniert offensichtlich nicht so gut. Heißt, nächstes Konstrukt gelöscht. Okay, ich habe einen Lösungsvorschlag.
Aber ich habe ihn jetzt auch schon ausprobiert. Er klappt einfach immer noch nicht. Und ich sitze mittlerweile schon 15 Minuten hier dran. Ich weiß einfach nicht, woran es liegt. Ich weiß nicht, warum hier immer alles wegbricht. Ich habe schon alles Mögliche hier probiert. Ich habe Sachen ausprobiert ohne Ende. Es will einfach nicht klappen. Es klappt auch irgendwie nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Es bricht immer irgendwo irgendetwas und ich kann es mir selber nicht erklären. Das ist das Allerbeste. Und ich kann es immer mehr mit kleineren Dreiecken versuchen. Es bricht immer mehr. Also, ich gebe auf. Ich kann nicht mehr. Ich verstehe es nicht mehr. Schreibt gerne Tipps in die Kommentare. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr was sehen möchtet, mehr davon oder nicht. Ich freue mich auf euer Feedback. Ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns dann bei einem weiteren Video. Haut rein und ciao.